Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker HD. Beim letzten Mal haben wir ein paar Triforce-Teile gesammelt. Wir haben den Händler komplett ausgestattet, sein Barriere-Item gekriegt, ein paar Splitter fürs Triforce. Und wir reden heute mal Tacheles mit der Lehrerin, oder beziehungsweise sie sagt, dass wir Tacheles mit den Kids reden sollen. Und das machen wir mal, ne? Glaub zumindest, dass wir mit der Lehrerin vorher reden müssen. Wenn nicht, dann peinlich. Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir etwas. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier im Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eines bedrückt mich. Es gibt da diese freche Viererbande. Die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Ich warte hier den ganzen lieben langen Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht zufällig so gut und würdest dir mal ihren Anführer Ivan auf ein Wörtchen zur Brust nehmen? Kannst du das für mich tun? Na klar. Oh, du bist aber ein lieber Junge. Aber sei auf der Hut, es ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Naja, aber ihr seid ja alle Kinder, da werdet ihr euch schon irgendwie verstehen. Viel Erfolg. Gar kein Problem. Hallo. Ich bin der King. Ich bin ein Schwertenmeister. Ich bin keine Reinkarnation und bin ein krasser Ficker. Und wie ich das schaffe? Wer bist du denn, du Waldschrat? Hab ich hier aber noch nie gesehen. Ja, wer bist du? Bist du alleine? Wieso ganz alleine? Bist du da nicht einsam? Was machst du hier? Es geht dir einen Scheißdreck an, was ich mache. Ich hasse es, wenn jemand auf brav macht. Damit brauchst du dich hier gar nicht erst blicken lassen. Schau gefälligst, wo du hinläufst. Sag mal, du kommst doch vom Land, oder? Bei den Klamotten, die du trägst. Aha, so ein Ding ist das. So, der ist der Anführer. Yippie. Sag mal, du, da passt dir vielleicht etwas nicht. Willst du dich mit uns anlegen? Mit uns den ganz kleinen Streichen? Gibst du? Du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten alten, ich will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollen nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen. Ja, die ganz kleinen Sträuche, verstehst du? Wenn wir doch nicht auf solch pädagogischen Geschwätz hören. Aber weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht darüber reden. Na, Interesse? Fordert euch heraus, easy. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo und wenn du uns findest, dann laufen wir vor dir weg. Naja, und du musst uns dann eben fangen. Aber keine Angst, wir werden uns weder in Häusern verstecken, noch die Insel verlassen. Also such einfach gewissenhaft und schau genau, dann findest du uns auch. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen, alles klar? Dann los! Versteckt euch! Ja. Ist nicht so schwer. Und den Anführer, den hauen wir als erstes die Pfanne, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo die sind. Ich glaube, hier hinten war einer. Moin. Naja, lauf mal lieber weg, ne? Zack. Nicht schlecht. Ja, den ersten haben wir. Ich weiß gar nicht mehr, wo die anderen waren. Also ich weiß, wo noch einer ist. Aber... Nennen die anderen. Hier war keiner. Aber hier müsste, glaube ich, auch noch irgendwo einer sein. Ach, auf dem Baum. Auf dem Baum. Hier, auf dem Baum ist der Anführer, glaube ich. Ja, okay. Dann lauf mal weg, Anführer. Ach Mann, Alter, du nervst mich. Ey. Wieso willst du eigentlich immer mit mir reden? Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Schlitz dich auf, Alter. Direkt aggressiv, Mann. Quatsch. Nein, hast du mich. Ja, ich hasse dich. Ich hab dich und ich hasse dich.
So, da hinten, glaube ich, ist auch noch irgendwo einer gewesen. Und den letzten habe ich gar keine Ahnung mehr. Ach Mann, Anbrett. Hallo, Anbrettenherzer. Geht doch, Mann. Immer diese schwere Geburt, ey. Und da ist er schon, der Rotzlöffel. Moin. Aber wo war der letzte? Jaho. Ich habe echt keine Ahnung, wo der letzte war. Obala. So. Ach nö. So, wo war der letzte? Scheiße. War der irgendwo da oben? Wo ist der denn? Das ist halt wirklich nicht mehr. Warte mal, war der vielleicht da oben, oben? Der hier nicht. Vielleicht? Nee. War der denn nochmal? Ich glaube, das war bisher immer der, den ich am schwersten fand. Obwohl es. Oh, lul. Obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist. Aber ich bin halt doof. Was soll ich sagen? Da hinten kann der ja nicht sein, ne? Weil da kommt man ja nicht rein. Der hier? Nee. War der vielleicht doch da? Nee. Nee, in diesen Dingern versteckt. Scheiß doch die Wand an, Mann. Wo ist der denn? Der kleine Rotzlöffel. Ich da. Ach, oh, ich bin so dumm. Der ist dahinter. Ach, Mann. Aber ja, ich. Ja, die grauen Zellen, die haben sich mal wieder ein bisschen angestrengt und dann kommt man drauf. Naja. Haben wir wieder ein bisschen Portemonnaie gesehen, haben wir schon länger nicht mehr so ausführlich gesehen. Passt doch. Da komm her, der Rotzlöffel. Krieg dich. Uhuhu, du hast mich geschnappt. Mhm. Oh, Backe. Du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos jeden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Ja, nett soll. Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn dir echt verdient. Schließlich bist du der Meister im Versteckspiel, das schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber könntest du nicht vielleicht für uns zu Fräulein Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Naja, jetzt bin ich wenigstens der King von denen. Die blicken auf mich auf. Aber haben trotzdem keine Eier in der Hose, sich bei der Lehrerin zu entschuldigen. Ach ja, ja, Kinder, Kinder. So, hallo. Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir was. Sag mal, du bist doch zu ihnen gegangen und hast ihnen irgendetwas gesagt, oder? Naja, ich habe euch nämlich ein bisschen durch den Türspalt beobachtet, weißt du? Jedenfalls bist du wirklich ein lieber Junge. Hier, ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Oh mein Gott, ein bisschen. Ein kleines, ja. Aber sagt niemandem etwas davon, ja? Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir etwas. Glaub mir, für Kinder habe ich wirklich einen unerdrücklichen Blick. Und ich spüre, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird, dessen Name in die Geschichte eingeht. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, hast du nicht mehr aus Unrecht. So, zack. Guck mal, was ich hier habe. Interessiert dich sowas? Ach, kann ich was für dich tun? Ach mein Gott, als ob das noch nicht geht oder was. Soll ich näher kommen? Da, hier. Du stehst doch auf sowas. Nicht, dass ich wüsste. Ach so. Ach, dann fick dich doch. Hier drin sind 4 Stück. Okay, 4. Für die sich fragen, warum 4? Was hat es damit auf sich? Ich will die Stadt. Oh. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle für uns bei der Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ja, wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin Madame Marie hat bald Geburtstag. Was? Wir sollten dir was schenken.
Geht kein Unsinn, wir sind die ganz kleinen Sträuche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan? Waren das nicht diese Glücksamulette? Ja, vielleicht liegt ja irgendwo eins rum, dann könnten wir ihr das schenken. Warte mal, als ich neulich ein bisschen auf den Baum rumgeklettert bin, da habe ich auf einem von ihnen was blitzen sehen, da bin ich mir ganz sicher. Du meinst, das könnte eines dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Naja, ein Herzteil, glaube ich. Oder? Ich habe so keine Ahnung mehr. Aber ja gut, jetzt können wir das wahrscheinlich mal. So, jetzt sag, guck mal. Ja, na sowas, das ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelsteinen und dieses Amulett und diese Amulette sind gerade das Allerheißeste vom Heißen. Und dann sollte ich es wohl ohne Umschweife annehmen, was? Nein, wirklich, eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück, aber das wage ich noch nicht einmal zu träumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern Lehrerin. Das ist mir natürlich sofort klar, dass dir irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ich bin ja so glücklich, das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen und dir auch ein kleines Dankeschön geben. Steck bitte deine Hand aus. Ja, yeah, hey, wie das weniger wert oder was? Als ja, geil. Und falls du die Kinder siehst, grüß sie bitte recht lieb von mir. Ja, aber guck mal, ich hab noch mehr. Boah, du bringst mir also wieder Glücksamulette? Wie ich sehen kann, hast du gerade 20 Glücksamulette bei dir. Dass ein Junge wie du mir gleich so viele schenkt, das kann ich noch kaum fassen. Bin ja so gerührt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wahre Glück, es muss dieses Gefühl sein, das ich gerade verspüre. Nehme mir dann mal die 20 Stück, damit ist mein Glück wirklich komplett 20. Ist sowieso meine Glückszahl, aber du hast 21 Stück, hallo, ich habe dir schon eins gegeben. Wie versprochen will ich dir ein fantastisches Geschenk machen. Streck deine Hand aus und werde auch du glücklich. Du hast die Urkunde des Anwesens erhalten. Das Papier ist schon ein wenig vergilbt, das Schreiben scheint also bereits etwas älter zu sein. Tada! Ich habe da nämlich dieses Anwesen im Süden, aber in letzter Zeit komme ich da gar nicht mehr hin und deswegen habe ich beschlossen, es dir zu schenken. Ahaha, tja, da bist du sprachlos, mein Junge, nicht wahr? Und mit dieser Urkunde wird das Anwesen auf deinen Namen übertragen. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, du bist glücklich damit. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und weite Schiffsreisen sind mir inzwischen zu strapaziös. Genieße es weiter mehr, meine Zeit hier mit den Kindern zu verbringen. Es liegt von hier aus im Südosten und zwar auf einer kleinen abgelegenen Insel, gar nicht weit weg von der Triangelinsel. Von nun an soll es dein ganz privates Herrenschloss sein, also musst du es auch selber finden. Aber sagt niemand etwas davon, ja? Ja, okay, stimmt, dann war es also doch so, dass es dann mein Haus ist oder meine Insel. Nice, sicher, ich bin Grundstückseigentümer. Ach, ihr nicht, ne, ihr kleinen Rotzer. So, hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Okay, 10 Stück. Scheiße, das wird echt teuer. 10, 11. 11, 12. Da unten Gott sei Dank nicht. 12, dann hier vorne 13, 14, 15. Ach du Scheiße. 15. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, mehr gibt's gar nicht. Also 15 Stück brauche ich noch. Ja, Leute, jetzt bin ich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Naja, kann schon hier rüberkommen, oder? Ne, warte mal, ich kann hier das kaufen jetzt. Komm mal ran hier, Mann. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag, ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Zieh dich bitte im 10, 20, 25. Die kaufen wir. Vielen Dank und bär mich bald wieder. Oh, danke schön, danke, danke. Ja, ist denn das wahnsinnig, ey? Danke dir. Hey, du bist auch verrückt. Du hast schon mehr als genug. Jetzt verpiss dich mal. Okay, sorry. Okay, gut, dann müssen wir. Wir können also immer nur 3 haben. Ist ja kacke. Naja, plupp. Und. Ach so, stimmt. Und ich muss die auch immer wieder. Oh Gott, ich muss die jedes Mal rausholen. Plupp. Hoppala. Ja, zack. Machen wir ein bisschen Stadtverschönerung hier. Plapp. So, okay. So, dann noch 12. So, moin. Bla bla bla, bla bla bla. Ich kaufe nur die teuerste. Nur das Beste vom Besten. Denn ich hab's doch. Ich bin reich.
weiß gar nicht, ob das irgendwie relevant ist oder so. Ah, ich hole einfach alle. Ich habe jetzt nicht gezählt. Wann? Ach so, ich habe schon 3. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Typisch. Ich kaufe einfach. Ich guck nie auf die Stückzahl. Ich mache einfach. Papp. So. Noch 9 Stück. Warte mal. Ja doch, eigentlich können wir hier 2. Dann haben wir da noch 2 gleich. Und noch 1 draußen. Und dann hier und da. Und bla bla bla. Machen wir jetzt erst hinten, oder? Hoppala. So. Da hinten auch noch. Eigentlich könnte ich auch einfach andere Slots belegen. Ganz ehrlich, das ist doch egal. Da muss ich nicht 100.000 Mal ins Inventar rein. Ja. Das Problem ist, auf so super schlaue Sachen komme ich halt immer erst. Ja, danach. Ach ja. So, moin Meister. Ja, ich würde genau was kaufen, Mann. Schnell, ja, jetzt hier. Ja, eher damit. Oh, geil. So, das will ich auch noch haben. Und die Nummer 3 auch noch. Super, vielen lieben Dank. Danke, 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 tschüss. Ach, warte mal. Kann ich die Sachen überhaupt alle rausholen? Ah? Ja, ah, doch, das geht. Und zack. Perfekt. Ich habe nur Blumen auf meinem Inventar, ey. Auf meinen Quickslots. Warte mal, kann man nicht noch mehr belegen? Nee, kann man nicht, ne? So maximal confused. Ehrlich, keine Ahnung. Aber ist ja auch wurscht. So, hier gehen wir auch erst nach hinten. So, flop. So, jetzt noch 1, 2, 3, 1, 2. Und da unten. Ach, hier sind noch 2. Okay. Ach, scheiß drauf. Wir kaufen einfach so lange, bis es keine mehr gibt. Und dann habe ich jetzt 4 ausgegeben. So, die nächste. Die nächste. So, die packen wir natürlich auch alle da entsprechend hin. Zack, zack und zack. Gehen wir doch direkt mal da runter. Machen das schon mal. Zack. Hier. Stimmt, eigentlich muss ich in die ganzen Gebäude rein, ne, und gucken, ob da vielleicht noch mehr sind. Aber wenn es in der Schule schon so... ja doch, beim Auktionshaus ja auch. Da ist ja auch noch was. Stimmt, stimmt, stimmt. Boah, dass man immer nur 3 kaufen kann, ist doch super scheiße. Dabei hat man so viel Platz. Das haben die wahrscheinlich gemacht, dass man wahrscheinlich immer irgendwie eine Mindestanzahl Plätze frei hat für irgendwelche wichtigen Items oder so. Naja. So, hier sind noch 2. Erstmal muss ich es wieder rausholen. Zack, zack. Hoppala. Zack, so. Plupp. Plupp. So, da oben hat die... Oh mein Gott, da sind ja noch mehr. Ja, aber es reicht, wenn ich nur einmal nochmal hier reinkommen. Oben, oh. Ich glaube, oben gibt es auch nochmal Blumenstellplätze. Ach man, nee, das, oh, das dauert ja schon ewig. Aber wenigstens sieht es dann mal hier ordentlich schön aus. Der Typ, der verdient sich echt eine goldene Nase, dank mir, ey. Was ich schon alles bei dem gekauft habe. Wahnsinn. Kannst ja keine mehr zählen. Kommt man überhaupt von da unten eigentlich nach oben? Also auf diese, sagt man dazu, halt da hoch. Oder muss ich von oben runterspringen? Ich hab wirklich keine Ahnung mehr. Da, zack. Echt jetzt, ich muss echt... Nein, ich muss wirklich... Oh, Mann.
Ich muss halt echt außen rumrennen. Das kannst du dich ausdenken. Übrigens, ja, die Folge wird länger. Ich mache das alles fertig. Vorher wird die Folge nicht beendet. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Aber dann weiß ich auch direkt, ob ich hier oben auch noch welche brauche.